und willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video ist eigentlich gar nicht geplant gewesen, aber ich habe gerade einen Artikel gesehen, der mich ziemlich geschockt hat und ich auch erstmal für mich eine Weile gebraucht habe, um das zu realisieren, was da passiert ist. Ich werde darauf gleich näher eingehen, weil ich möchte mit euch darüber reden. Ich muss das gerade irgendwie mir einfach mal von der Seele reden. Und um auch vielleicht Leute, die mir zuschauen, die auch junge Mama geworden sind oder werden, denen einfach mal klipp und klar was mitzuteilen. Und zwar, damit ihr versteht, um was es geht, erzähle ich jetzt erstmal von dem Artikel. Ich habe etwas gelesen, worüber berichtet wurde, dass in Russland eine 21-jährige Mama von einem 3-jährigen Mädchen, die hat ihre Tochter 8 Tage lang alleine in der Wohnung gelassen, damit sie feiern gehen konnte. Da, als ich das schon gelesen habe, so die Überschrift, da war schon bei mir vorbei. Da habe ich mir schon gedacht, ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Ja, es ist dann so weit gegangen, dass das kleine Mädchen, also die Mutter, die 21-jährige, das 21-jährige Mädchen, hat Strom und Wasser ausgestellt, sodass sich die Kleine halt nicht verletzen kann, indem sie den Herd anmacht. Ist ja erstmal, sage ich mal, nichts Verwerfliches so daran zu sagen, ja, dass man den ausmacht, aber man lässt ja auch ein 3-jähriges Mädchen nicht alleine daheim und erst recht nicht über mehrere Tage lang. Das heißt, die Kleine war auch komplett im Dunkeln, wenn das halt dunkel wurde und hatte kein Licht. Sie hat der Kleinen etwas zu essen hingelegt, ein paar Fischstäbchen, ein Brot und mehr stand in dem Artikel auch nicht. Also wirklich sehr wenig und ist feiern gewesen. Und wie der Schicksal es natürlich will, ist dieses kleine Mädchen verhungert und ist gestorben. Die wurde tot in der Wohnung aufgefunden und das Letzte, was sie gegessen hat, war Waschmittel. Wahrscheinlich aus Verzweiflung, weil sie nichts mehr Essbares in der Wohnung gefunden hat. Und wenn ich das schon wieder erzähle, na, dann kriege ich schon wieder Gänsehaut und könnte heulen, weil ich mir denke, dieses arme kleine Mädchen war 8 Tage lang in einer dunklen, kalten Wohnung, hatte nichts zu essen, nichts zu trinken. Ihre Mama war nicht da, keiner war da und sie war einfach alleine und hatte Angst wahrscheinlich, Hunger und im Dunkeln und boah. Ich weiß nicht, wie ein Mensch so sein kann, dass der sein Kind einfach 8 Tage lang abschiebt. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Es gibt viele Mamas, die sind ungeplant schwanger geworden. Ich bin auch eine davon. Das war nicht geplant, ja. Aber wenn man sich dafür entscheidet, ein Kind zu bekommen, dann trägt man verdammt nochmal eine Verantwortung für dieses Kind. Da heißt es nun mal, es gibt 3 Mahlzeiten am Tag, wenn nicht sogar mehr, ja. Man spielt mit dem Kind, man geht raus an die frische Luft, ja, man unternimmt was. Und wenn man sich dieser Verantwortung nicht gewachsen fühlt, man hat immerhin 3 Monate lang Zeit, sich das zu überlegen, ob man ein Kind möchte oder nicht. Und selbst wenn es danach ist, dass man erfährt, dass man schwanger ist, gibt es genug Hilfestellungen oder man kann sein Kind abgeben zur Adoption in eine Pflegefamilie, was weiß ich. Jeder Weg wäre besser gewesen als das, was diese Mutter gemacht hat. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil diese Frau, kann ich nicht mal sagen, ja, es ist für mich ein kleines Mädchen in dem Moment, diese 21-Jährige. Ich bin genauso alt, ich bin 22, ja, und ich wurde auch früh Mutter. Und das ist für mich keine Rechtfertigung, oh, ich will feiern gehen, ich lasse mein Kind alleine daheim. Also jede Mama hat auch mal das Recht, sich den Freiraum zu nehmen und vielleicht mal feiern zu gehen, mit seinen Freunden rauszugehen. Aber dann gibt das Kind gefälligst bei Oma, Opa, bei Freunden ab, und wo du weißt, es wird sich um sie gekümmert und es wird... das Kind ist in Obhut, es kann ihr nichts passieren und du kannst auch mal deinen Spaß haben. Man ist ja nicht verpflichtet, nur weil man Mutter ist, dass man sein Leben komplett aufgibt, ja. Aber sowas, das, ich weiß nicht, was denken sich denn manche Leute einfach? Was denken sich denn manche Leute? Über 8 Tage lang, die hat wahrscheinlich nicht einmal an ihre Tochter gedacht, in dem, wo sie da in Clubs rumgeflogen ist und sich wahrscheinlich die Birne weggekippt hat. Und es ist einfach so ein Punkt, wo ich einfach so ausraste, weil es ist halt ein Medienfall, aber das passiert wahrscheinlich noch viel, viel häufiger, wo es jetzt nicht unbedingt in den Medien breitgetreten wird. Und das, ich finde das einfach traurig. Und ich will euch auch da draußen mitgeben und sagen, ein Kind ist nicht leicht. Ein Kind ist kein Zuckerschlecken, ja? Ihr müsst nachts aufstehen, ihr müsst morgens auch früh aufstehen. Da gibt es nichts, ich schlafe mal aus, ich schlafe durch, ich
kann in den Tag starten, wie ich will. Nein, das Kind gibt den Tag vor, ja, wann sie aufsteht und wann sie nachts sich meldet. Es gibt Frühstück, es gibt Mittagessen, es gibt Abendessen, ja. Dazwischen möchte sie natürlich spielen, ja. Am besten noch rausgehen. Ihr müsst ja auch noch euren Haushalt machen, ja, wie aufräumen, einkaufen, was weiß ich alles, ja. Und da kann man nicht einfach mal so in den Tag leben, wie ihr das vielleicht vorher gemacht habt, ja. Und das ist auch scheißegal, wie alt man ist, ob ich jetzt mit 16 ein Kind kriege, mit 20 oder mit 40, ja, dass diese Verantwortung ist in jedem Alter gleich für ein Kind. Und ich finde halt, so ein Fall ist schon wieder so eine Sache, wo dann natürlich alle anderen sagen, das wird dann wieder so pauschalisiert, ja, wenn junge Mütter Kinder kriegen, dann werden die Kinder schlecht behandelt. Das stimmt nicht, ja. Das sind Einzelfälle, was auch verdammt wehtut und mir diese Kinder so unendlich leid tun. Entschuldigung, wenn ihr Grace im Hintergrund hört, die so Haia machen. Entschuldigung, ich wurde gerade unterbrochen kurz. Auf jeden Fall ist es halt, wie gesagt, es ist eine Verantwortung, ein Kind großzuziehen und es ist auch nicht leicht, ja. Ich sitze auch oft hier da heulig und bin verzweifelt und frage mich, sie ist gerade mitten in der Trotzphase und haut mich auch mal, ja. Es sind halt einfach so Dinge, wo man auch als Mama halt irgendwann verletzt ist und nicht mehr weiter weiß und natürlich einem irgendwo der Kamm schwillt, ja. So ist es aber nochmal mit Kindern und das müsst ihr euch immer überlegen, wenn... Und denkt nicht immer, oh, ich habe ein Baby, das zerschuckel ich ein bisschen. Und wenn ich habe es ganz so lieb und drückst und dann schläft es auch ein. Nein, es gibt auch manchmal Tage lang, wo ihr kaum Schlaf habt, vielleicht 2-3 Stunden gerade am Anfang, ja. Und es ist einfach kein Zuckerschlecken. Es ist halt einfach so. Es macht auch jede Menge Spaß auf jeden Fall, ne. Also ich liebe meine Tochter, aber ich weiß auch, dass es genauso viel Spaß macht, wie es auch anstrengend ist. Und ich bin auch fix und alle abends, wenn sie im Bett ist und... bin froh, wenn ich schlafen kann. Und ich kann das halt einfach nicht nachvollziehen, dass wenn man doch merkt, dass man irgendwie dann doch andere Interessen hat, man doch lieber nochmal sein Leben leben will ohne Kind, dass man dieses Kind dann nicht abgibt. Dem Kind wäre es viel besser gegangen, wahrscheinlich woanders als bei so einer Mutter. Und das Krasse ist ja noch, die Oma, die Mutter von dieser 21-Jährigen, hat sich gewundert, warum die Tochter sich alles nicht meldet und ist in die Wohnung rein und hat ihr Enkelkind tot vorgefunden, ja? Nackt. Die Kleine lag nackt einfach in der Wohnung, verhungert. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und die Oma war dann auch stinksauer auf die Tochter und hat gesagt, hättest du mir doch Bescheid gesagt, dass alles scheiße läuft. Ich hätte sie zu mir genommen. Wisst ihr, dieses kleine Kind hätte eine gescheite Großmutter gehabt, die sich um sie kümmern wollte. Und dieses Mädchen hat immer nur gesagt, nein, bei uns ist alles gut, ja. Die kriegt jetzt auch eine Haftstrafe von 13 Jahren, so wie ich mitbekommen habe. Und meiner Meinung nach ist das viel zu wenig. Weil nach 13 Jahren kommt die raus und ich glaube, das juckt sie nicht mal. Weil in dem Moment, wo man 8 Tage lang sein Kind alleine daheim lässt, also ich meine, jeder gesunde Menschenverstand, die wurde auch voll schuldfähig befunden. Ne? Also die ist jetzt nicht irgendwie, dass bei ihr was im Kopf falsch ist. Nein, die ist ein ganz normaler Mensch. Und jeder normale Mensch weiß doch, dass man sein Kind nicht alleine lässt. Nicht mal für 20 Minuten. Macht man einfach nicht. Man weiß nie, was passieren kann. Und für acht Tage, das ist... Mich belastet das einfach so sehr, weil ich mir denke, ich vergleiche das dann mit meiner Tochter, wenn ich mir überlege, dass ihr so etwas passiert wäre. Wisst ihr, was ich meine? Das wird es natürlich hier nie, aber das tut mir einfach so weh. Ich denke einfach nur an dieses kleine Mädchen, was die in ihren letzten Tagen da durchmachen musste. Und das bricht mir das Herz einfach, weil das einfach... Wie kann man nur so sein? Und deswegen mache ich dieses Video, um einfach euch auch da draußen, wenn ihr... Es ist nie schlimm, wenn man schwanger ist. Scheißegal, wie alt du bist, aber mach dir Gedanken darüber, ob das wirklich ist, was du willst. Und ob du da, gerade wenn du Jungmama wirst, ob du einige Dinge in deinem Leben nicht aufgeben willst, aber verschieben willst. Es gibt nicht, dass du mit deinen Freundinnen am Wochenende raus kannst, einfach so. Klar, es gibt immer auch mal eine Oma und einen Opa, die mal aufs Kind aufpassen, aber das soll ja auch nicht zur Regel werden. Und es ist halt eine Verantwortung, die man tragen muss. Und da müsst ihr einfach klarkommen und Bescheid wissen, dass es kein Zuckerschlecken ist. Und es ist harte Arbeit. Und bitte, wenn ihr euch überfordert... Sorry, nochmal unterbrochen. Wie gesagt, holt euch Hilfe, redet mit jemandem aus eurer Familie, eure Mama, eurem Papa, eurem Freund, eure beste Freundin.
oder geht zum Jugendamt, geht zur Caritas. Egal wo, sucht euch Hilfe, wenn ihr das nicht alleine schafft. Das ist kein Verbrechen oder keine Sünde, wenn ihr einfach überfordert seid mit allem. Um Gottes Willen, es gibt echt oft Tage, wo man einfach nur denkt, warum? Warum läuft halt alles verkehrt? Und man ist ja selber auch nur ein Mensch. Und wir sind keine Roboter, auch wenn wir Kinder erziehen. Wir sind keine Roboter. Ich sitze auch oft hier und heule und denke mir, mein Gott, was war das heute für ein Tag, ja? Und es ist einfach nicht immer alles perfekt und Friede, Freude, Eierkuchen, so wie ihr das vielleicht in den Medien präsentiert bekommt. Eine perfekte Mutter muss so und so sein. Es gibt keine perfekte Mutter. Jeder Mensch macht Fehler. Aber euch sollte niemals der Fehler passieren, dass ihr euer Kind alleine lasst, weil ihr einfach überfordert seid, euer Kind irgendwo aussetzt. Das kommt ja auch oft vor. Man kriegt ein Kind und man hört, ein Baby wurde im Wald gefunden. Warum? Warum? Es gibt Babyklappen, ihr könnt es beim Jugendamt hinbringen. Keiner verurteilt euch in dem Moment, wenn ihr euer Kind abgebt, sondern ihr werdet viel mehr verurteilt, wenn ihr euer Kind irgendwo zum Sterben hinlegt. Dieses kleine Wesen, was ihr in den Händen habt, ist schließlich euer Kind. Und dieses Kind kann nichts dafür, dass es vielleicht in eurem Leben gerade nicht so rosig läuft oder dass ihr einfach merkt, dass ihr noch nicht dieser Situation gewappnet seid. Das ist okay, aber sucht euch Hilfe, denn dieses Kind kann wirklich nichts dafür. Und auch dieses kleine dreijährige Mädchen konnte gar nichts dafür. Und sie ist einfach jämmerlich gestorben, weil die Mutter lieber feiern gegangen ist. Wisst ihr, sowas? Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Und mir blutet da auch das Herz, weil ich weiß einfach, dass so wie ein Kind oft auch direkt weint, wenn die Mama nur mal 2 Minuten aus dem Raum ist und wie jämmerlich dieses Kind wahrscheinlich da gelitten hat. Das ist unvorstellbar und ich will mich eigentlich auch gar nicht zu sehr reinsteigern, weil das mich einfach umsonst auffrisst. Aber ich kann die Situation ja eh nicht ändern. Aber es ist einfach erschreckend, dass manche Menschen so handeln und wahrscheinlich es viel häufiger vorkommt, als es hier, sag ich mal, nach außen gestrahlt wird. Deswegen sucht euch Hilfe, wenn ihr das nicht schafft, wenn ihr andere Interessen habt. Und ich werde jetzt auch dieses Video erstmal beenden, weil ich merke, ich wiederhole mich schon. Und ja, ich werde auf jeden Fall jetzt gleich eine kleine Kerze anzünden für die Kleine. Die Kleine hieß Christina. Und ich weiß, dass es ihr da oben jetzt besser geht, als ihr hier unten wahrscheinlich gegangen wäre mit dieser Mutter. Aber es ist einfach tragisch, weil solche Menschen sollten einfach keine Kinder kriegen. Es gibt so viele Menschen, die sich sehnlichst ein Kind wünschen und die wahrscheinlich die perfekten Eltern wären. Aber dann kriegen sie keine. Und so Menschen setzen Kinder in die Welt und kümmern sich nicht drum. Es ist einfach traurig. Traurig und es kommt so oft vor. Ja. Danke auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar da lassen oder mir auf Instagram schreiben zu dieser Geschichte. Ich würde mich gerne auch mal mit jemandem da austauschen, was ihr so darüber denkt. Es ist ein sehr emotionales Thema, aber ich hoffe, dass ich vielleicht ein paar von euch wachrütteln kann und aufmerksam machen kann, dass es oft ziemlich falsch in Familien läuft. Und auch wenn ihr jemand seid, dass ihr jemanden kennt und in der Nachbarschaft merkt, da ist eine junge Mama oder ein junger Papa, es gibt ja auch genug alleinerziehende Väter, ja, oder selbst als Paar und ihr merkt, das Kind ist oft alleine, es wird oft geschrien in der Wohnung, also das Kind, ne? Zögert nicht, schaut nicht weg, ruft die Polizei. Ruft lieber einmal zu viel das Jugendamt, ruft lieber einmal zu viel die Polizei als einmal zu wenig. Und ihr macht euch am Ende Vorwürfe, weil irgendwo eine Kinderleiche gefunden wurde oder ein abgemagertes Kind. Wisst ihr, Nachbarschaft ist nicht bewachen. Allerdings sollte man ein Auge auf die Leute haben in der Nähe, ob man dort helfen kann. Auch wenn die Eltern das vielleicht nicht annehmen wollen von dem Kind, aber im Nachhinein helft ihr nur dem Kind. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das war jetzt meine Message an euch und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe mit einem erfreulicheren Video. Macht's gut, meine Lieben.